Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Valheim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben hier ein Survival-RPG, was die letzten 3 Wochen auf Steam auf jeden Fall eine steile Karriere hingelegt hat. Innerhalb der ersten 3 Wochen 3 Millionen Verkäufe und das mag auf jeden Fall schon was heißen. Und genau aus dem Grund schauen wir uns den Spaß jetzt hier auch mal an. Es ist aus dem Hause Iron Gate Studios, Publisher ist Coffee Stain, von dem man ja auch schon relativ viele Spiele kennt. Und ja, Suchtfaktor soll auf jeden Fall vorhanden sein. Ich bin mal gespannt, ob es mich genauso in die Sucht packt wie die anderen Spieler. Ein paar Testberichte dazu habe ich mir schon durchgelesen. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns das jetzt hier einmal schön an. Was ist es für ein Spiel? Wir sind ein Wikinger. Und zwar sind wir gestorben und kämpfen jetzt hier in der 10. Welt um die Gunst der Götter. Wahrscheinlich, dass wir wieder leben dürfen. Ich weiß es nicht genau. Es gab nur einen kleinen Text gleich am Anfang. Der wurde allerdings so schnell runtergespielt, dass ich es nicht geschafft habe, den vorzulesen. Deswegen habe ich es jetzt gleich mal rausgeschnitten. Die Charaktererstellung genauso. Ich habe mir hier schöne blonde Haare und Bart einmal erstellt und ansonsten war nicht so viel Möglichkeiten. Das hier ist der kleine Hugin. Ein Rabe oder eine Krähe. Ich glaube ein Rabe. Der uns ein bisschen durch das Spiel begleitet und uns zeigt, was wir alles machen können. Ich bin Hugin, ich wurde an diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine, sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Okay, alles klar. Wir haben hier die Opfersteine. Was haben wir denn Schönes? Das sieht aus wie ein Riese. Ja, ein Drache würde ich sagen. Ein Skelett oder ein Untoter, irgendwie sowas. Das wird ein Hirsch sein und da oben haben wir, ja, keine Ahnung was. Wir können ja mal lesen. Dein Geweih aus Eisen ist kein Witz, er zerschmettert alles, Berg, Baum und Kind. Seine Hufen klingen wie ein mächtiger Blitz, seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Sollte wahrscheinlich Stimme heißen, ist aber auch noch eine Early Access Version, also sei es verziehen. Erstmal ein riesengroßes Sorry meinerseits, denn YouTube-technisch habe ich in letzter Zeit gar nichts gemacht. Und es tut mir wirklich leid, ich habe die Zeit einfach nicht gefunden. Aber dafür gibt es jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig Let's Plays. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. So, Hugin. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierungen für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Eiktyr preis, deiner ersten Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Gut, mach mal auf jeden Fall. Worum geht's in dem Spiel? Es ist natürlich ein Survival-Game. Wir haben also eine ganze Menge zu sammeln. Wir können Dörfer bauen, später wohl sogar auch Segelschiffe. Da bin ich mal sehr gespannt, was das noch wird. Ich habe es nur gelesen, noch nicht gesehen. Es ist nicht ganz so, ja, wie nennt man es, Hardcore-Survival, wie aus anderen Spielen. Das heißt, wenn unser Hungerleiste oder sonstige Sachen zu Ende gehen, sind wir nicht direkt tot, sondern wir verlieren nur die Buffs, also Fähigkeiten, Ausdauer und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht ganz so stark auf Survival angelehnt, finde ich aber auch nicht schlecht. Denn solche Spiele, bei denen man die ganze Zeit nur gegen die Zeit kämpft, machen mir persönlich zumindest nicht so riesig Spaß. Es gibt eine ganze Menge Funktionen. Am 2. Februar ist es erschienen. Aktuell nur für PC. Auf Steam erhältlich. Es gab wohl auch früher schon mal das Spiel oder eine andere Version davon. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Damals habe ich nichts mitbekommen davon. Aber dafür jetzt umso mehr. Ich bin gespannt, was das Spiel alles so zu bieten hat. Oh nein, der erste Gegner. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Chance haben jetzt ohne alles. Und noch ein, 2 auf einmal natürlich. Ach du Scheiße. Wir haben ja noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir das mit den Fäusten schaffen können. Okay, springen können wir auch. Nein, der trifft nicht. Trifft doch. Ausweichen geht mit Maus 2 und Leertaste. Okay, die hellsten Gegner sind es nicht unbedingt, aber unsere Ausdauer, wir sehen es unten an dem gelben Balken, geht auf jeden Fall sehr schnell verloren. Da müssen wir zeitnah gucken, dass wir da etwas verbessern. Dass wir jetzt natürlich gleich von 2 Gräulingen überfallen werden. Oh, Harz. Sehr gut. Damit konnte ich nicht rechnen. Ich habe das Spiel wie immer nur ganz kurz angezockt, um die Einstellung zu prüfen. Also 6, 7, 8 Minuten, sowas die Drehe.
Ansonsten bin ich auch noch ein großer Neuling. Ich habe mich etwas belesen, um zumindest die Grundlagen zu verstehen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex und teilweise auch so kleine Details mit drin, die wir dann später alle noch sehen werden. Wo ich mir wirklich dachte, das kann Spaß machen. Wo ist denn der zweite Gräuling? Hat sich direkt verzogen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu unserem Kumpel und schauen, was der so zu sagen hat. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Gut, unten links haben wir die Leiste. Da haben wir Essen, Leben und drei leere Felder. Sobald wir was essen, die Himbeere zum Beispiel, funktioniert dann übrigens mit Rechtsklick, haben wir die hier drin. Und das Leben müsste auch wieder steigen und auch hier, aber es geht nur allmählich, also es ist anscheinend nicht sofort da. Bevor ich jetzt aber lange rumquatsche, lasst uns auf jeden Fall erstmal eine Axt bauen, damit wir etwas Holz sammeln. Denn die Nacht bricht sehr schnell rein, oder ein besser gesagt, und das Spiel hat mir schon den netten Tipp gegeben, dass man in der Nacht lieber nicht draußen herumlaufen sollte. Und da ich sowieso ein Schisser bin im Dunkeln, lassen wir das auch am besten. Da ist er. Ist das der von vorhin? Ich muss mir unbedingt irgendwas bauen, mit dem ich schlagen kann. Aber sie sind zum Glück nicht die stärksten Gegner, von daher erstmal alles kein Problem. Es soll auf jeden Fall coole Bosskämpfe geben. Also die ganzen Figuren, die wir in den Opfersteinen am Anfang gesehen haben, werden wohl die Endbosse. Es ist ein Spiel ähnlich wie Minecraft, bei dem man ein Seed eingeben kann und die Welt dann prozedural erstellt wird. Also sieht nicht jede Welt gleich aus. Grafik ist, ja, etwas altmodisch, aber ich glaube, darum geht es in dem Spiel auch gar nicht. Meine, bei Minecraft beschwert sich auch niemand, dass die Grafik schlecht ist. Von daher finde ich es nicht schlimm. Und eventuell wird da ja update-technisch noch ein bisschen was kommen. Gerade wenn es sich jetzt so gut verkauft. Übrigens, knapp 17 Euro kostet das Spiel. Zumindest habe ich es bezahlt. Also ich glaube 16,79 Euro. Ich habe es aber auch vor, ich glaube, 3 Tagen runtergeladen. Von daher auf jeden Fall auch ein Preis, mit dem man sehr gut leben kann. Lass uns mal ins Inventar gucken. Ins Inventar kommen wir mit der Taste Tab. Wir haben jetzt schon 15 Holz und 4 Steine. Hier drüben haben wir die Crafting-Geschichte. Oh, sag mal, was ist denn hier los? In meiner Probeaufnahme war nicht ein einziger davon da. Und jetzt werden wir hier gleich am Anfang überfallen. Mit blanken Fäusten müssen wir uns verteidigen. Wir haben anscheinend alle Harz einstecken. Alles Hartz-IV-Empfänger. So, wir bauen uns jetzt mal eine Axt. 5 Holz, 4 Stein, haben wir doch alles gesammelt. Hier oben ist die Schnellwahlleiste. Das heißt, wir können direkt auf die Axt zugreifen. Und fangen vielleicht schon mal an, die erste Buche zu fällen. Man kann wohl auch so ein bisschen Domino Day spielen. Übrigens sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Bin ich letztens erst mit ein paar Freunden drauf gekommen. Nicht erschlagen lassen. Ich habe das zumindest zu Silvester immer sehr gerne geguckt. Aber ich glaube, wir hatten auch was gelesen, dass es das wieder geben soll. Oder aus den Niederlanden oder sowas. Keine Ahnung. Will jetzt auch nicht lügen. Ja, also apropos Domino Day. Man kann wohl auch die Bäume so fällen, dass sie dann auf den nächsten fliegen. Also wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber durch Zufall, und dann reißt es gleich noch einen Baum ein und dann noch einen und irgendwann hat man hier einen ganzen Wald liegen. Natürlich nicht, aber man kann auf jeden Fall dadurch Schläge sparen, dass ein Baum den nächsten einreißt, der daneben steht. Ansonsten müssen wir uns definitiv mal mit den Buffs und alles beschäftigen, was da noch kommen wird. Man sollte sehr gut vorbereitet sein, bevor man in die Bosskämpfe geht. Dass es ab und zu mal ruckelt, wird leider vorkommen. Gerade bei neuen Abschnitten und so weiter lädt das Spiel diese halt erst, wenn man die betritt. Und deswegen kann das leider mal passieren, aber in meiner Probeaufnahme war es jetzt tatsächlich nur ein einziges Mal, so wie gerade eben. Und ich denke, damit können wir auf jeden Fall noch leben. So, was brauchen wir denn alles noch? Wir müssen, glaube ich, erstmal eine Werkbank bauen. Und dafür brauchen wir einen Hammer. Den können wir schon herstellen. Und jetzt seht ihr gerade, wir lernen die ganzen neuen Rezepte.
Die lernen wir halt durch Werkzeug oder auch wenn wir Sachen einfach aufheben oder einreißen. Lernen wir Stück für Stück immer mehr Sachen, die wir bauen können. Wir nehmen uns mal den Bauhammer. Und hier kommen wir ins Menü mit rechter Taste, also Maustaste. Sehen wir dann, was wir alles bauen können. Wir haben Lagerfeuer, Holzstoß, Steinhaufen, eine Kochstelle und Werkbank. Das brauchen wir auf jeden Fall gleich. Und ansonsten noch nichts weiter. Wir sprechen nochmal mit Hugin. Ah, komm. Geht das ab? Oh Gott. Ach, da verzieht er sich. Ist ja ein netter Freund. Jetzt kämpfen wir mal mit der Axt. Nein. Ah, wir können beides ausrüsten. Fackel und Axt. Natürlich gerade nachts gar keine schlechte Sache. Aber das geht schon um einiges besser. Zum Glück sind die relativ harmlos. So, mein Freundchen. Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Ja, wer hätte es gedacht, da sind wir ihm ein bisschen zuvor gekommen. Und da drüben ist er wieder. Also ich finde es ganz cool, dass er immer sich dorthin teleportiert, wo wir gerade sind. So passiert es auf jeden Fall nicht, dass man ihn einfach verliert und dann ewig lange wieder suchen muss. Wir sprechen gleich nochmal mit ihm. Ich würde nur erstmal nebenbei noch etwas sammeln, weil ich habe wirklich Angst, dass es gleich Nacht wird und wir absolut unvorbereitet sind. Und Holz brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge, wenn wir uns eine kleine Holzhütte bauen wollen. Und da vorne ist er wieder. Und da haben wir einen Reh oder Hirsch. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Okay. Machen wir gleich. Die Frage ist, ob wir uns erstmal einen schönen Ort suchen, bei dem wir unsere Hütte bauen wollen, weil jetzt direkt hier so am Startpoint finde ich dann doch etwas langweilig. Brauchen wir wahrscheinlich eine Steinaxt. Oder Spitzhacke besser gesagt. Aber so sehr viel... Oh, was denn jetzt? Achso, Fähigkeit verbessert. Rennen. Fähigkeiten verbessern wir auch ständig und stets weiter, indem wir einfach nur genau das machen. Wenn wir Nahkampfangriffe vollführen, verbessert sich das. Wenn wir rennen, verbessert sich Rennen und so weiter. Jetzt sehen wir gerade unten links, dass die Erdbeere anfängt zu blinken. Das heißt wohl, dass sie gleich sozusagen komplett verspeist ist und wir wieder was nachlegen müssen. Haben wir denn schon was eingesetzt? Ja, wir haben noch. Okay, konnten wir auf jeden Fall auch essen. Pilze haben wir noch ein bisschen. Oh, wir haben schon ordentlich Holz gesammelt. Stein brauchen wir noch ein bisschen. Wollte ich doch gar nicht. Wollte doch Stein sammeln. Was ich auf jeden Fall auch mega cool finde, ist die Karte im Spiel. Mit der Taste M, wer hätte es gedacht, können wir die aufrufen. Und was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass wir uns selber so Punkte erstellen können, die wir dann hier unten auch einfach benennen. Punkt. Und somit können wir unsere Karte immer weiter vervollständigen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Oh Gott, jetzt müsste ich natürlich nur wissen, wie man das wieder wegkriegt. Ah, mit der rechten Maustaste, okay. Gerade, dass man es auch selber benennen kann, dann kann man sagen, hey, hier stand eine kleine Hütte, die ist interessant, guck mal später nochmal vorbei oder... Was auch immer. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zum Hugin. Hatte ich ihn gerade so gelobt, dass er immer hinterherkommt und jetzt finde ich ihn nicht. Wieder super gelaufen hier. Und dann würde ich sagen, wir bauen mal eine kleine Werkbank. Oh, was haben wir hier? Also wir können es einreißen. Ich glaube, mit dem Bauhammer kann man das auch auf irgendeine Art und Weise abbauen. Entfernen ist Maus 3, das Handwerkstation fehlt. Okay. Dann geht es wahrscheinlich doch nur mit den Bauten, die wir selber gebaut haben. Ich habe mich, wie gesagt, nur mal ein bisschen belesen dazu, um ein paar Grundlagen zu verstehen. Hält aber eine ganze Menge aus hier. Na gut, bevor wir uns jetzt... Fähigkeit verbessert, Äxte, alles klar. Bevor wir uns jetzt zu lange hier dran aufhalten,
würde ich dann doch eher anfangen, eine Hütte zu bauen, dass wir erstmal gewappnet sind für die erste Nacht. Denn jeder kennt's, die erste Nacht in Survival Games ist meistens die schlimmste. Schaut mal, hier sieht's doch ganz schön aus. Wie die Sonne hier reinscheint. Und so ein bisschen mitten im Wald, aber wir müssen nicht mehr allzu viel fällen. Hier sieht's doch eigentlich ganz gut aus. Wird ja auch nicht die einzige Hütte bleiben, die wir bauen. Also würde ich sagen, lasst unser Camp erstmal hier errichten. Wir bauen die Werkbank. Okay, an manchen Stellen können wir sie nicht bauen. Bauen wir die jetzt erstmal dort. Und da kommt er angeflogen. Sehr gut. Ich bringe Nachrichten. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Gegenstände und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer bestellen kannst. Genau, herstellen kannst. Wir sehen es gerade, die Rezepte fliegen alles rein. Leider etwas schnell, man kann es kaum lesen. Aber das können wir uns ja im Menü später alles noch angucken. Handwerkstation benötigt ein Dach. Warum? Macht irgendwie gar nicht mal so viel Sinn. Aber na gut, wenn das Spiel das so von uns will, dann machen wir das natürlich. Hoch. Bauen. Hier haben wir es. Hier haben wir Holzwände, Leinewände und so weiter und so fort. Fangt auf jeden Fall nicht an, direkt mit der Holzwand auf dem Boden zu bauen, dann wird das alles sehr uneben und ungerade, sondern man sollte solche Pfosten darunter setzen. Weiß nicht, ob wir jetzt nur kleine oder gleich große nehmen. Das sind die großen. Das sind die kleinen. Es ist halt ziemlich uneben hier. Vielleicht doch nicht die beste Stelle. Ob man begradigen kann, weiß ich nicht genau, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal die großen. Damit wir das definitiv etwas besser hier bauen können. Muss ja erstmal nur eine kleine Hütte sein. Weiß nicht, wie groß machen wir die hier drüben? Da müssen wir dann später noch wegbauen. Dann würde ich mal hier noch setzen. Und hier, dass wir zumindest erstmal eine Umrandung haben. Und dann müsste es mit dem Holzboden weitergehen. Wie setzen wir den am besten hier drauf? Gerade von der Ansicht nicht mega cool. Na? Ich wollte es eigentlich so schön oben drauf setzen. Das sieht ja komisch aus. Nee, das will ich nicht. Kann es nicht oben drauf setzen oder gucken wir einfach von zu tief unten, dass der das nicht erkennt? Achso, dann so. Gut, mittig drauf, das ist natürlich auch okay. Zack. Wird das schon dunkel? Wir müssen uns etwas sputen. Das ist ja trotzdem nicht gleich hoch jetzt, ne? Natürlich schon wieder ein bisschen doof. Mal gucken, wir können das ja bestimmt abbauen. 2 Holz haben wir bekommen, 2 Holz kostet's. Also kriegen wir anscheinend auch komplett das wieder, was es kostet. Das finde ich schon mal gut. Oh, okay. Und jetzt ist es runtergefallen. Das heißt, es hält nicht komplett. Nee. Wie viel hält's denn? 1, 2, 3, 4. Also jeweils hier so eine Holzböden werden durch einen Pfosten gehalten. Ist auch gut zu wissen. Das heißt, wir müssen nochmal einen Holzpfosten platzieren. Schwierig, wo genau? Setz den jetzt einfach mal dort. Das passt natürlich wieder nicht wirklich so geil. Aber ich denke, es sollte passen, obwohl der jetzt auch wieder zu hoch ist. Das müssen wir uns definitiv mal noch genauer angucken. Ob man dagegen noch was tun kann, aber es soll mir jetzt erstmal egal sein, weil ich möchte sehr gerne eine kleine Hütte fertig haben, bevor hier die Nacht heranbricht. Wieder dasselbe Spiel, es passt nicht genau und es fällt wieder runter. Das heißt, der Pfosten dorthin gesetzt, das beides abgebaut. Und nee, das war falsch. Einen neuen Fußboden, Holzboden, wie auch immer. Hält das jetzt? Hält auch nicht. Wir jetzt noch einen kleinen hier oben drauf setzen.
auch komisch aus. Ich glaube, das war nicht die beste Entscheidung, das hier an so einer unebenen Stelle zu bauen. Oder ich kenne einfach noch nicht genau alle Mechaniken. Man eventuell auch noch den Fußboden begradigen kann. Na gut. Würde ich sagen, wir machen erstmal ein Folgenende. Zeit ist sowieso dran. Ich informiere mich nochmal ein bisschen, ob man da vielleicht noch etwas verbessern kann oder ob wir uns einfach eine doofe Stelle rausgesucht haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.